Also, hallihallo, Hallöchen, hier ist eure Gloria. Und da heute so schönes, warmes Wetter ist, habe ich mir überlegt, Haare offen tragen ist nicht, weil du schwitzt ohne Ende drunter. Also werde ich mal heute wieder für euch eine Frisur machen, die auch gar nicht so schwer ist. Ich gucke mir ganz gerne im Internet an, was man so für schöne neue Haarfrisuren machen kann. Und ich sitze dann auch immer da und sage so, oh, wie machen die das? Das ist doch total schwer. Und dann macht man das mal ein, zweimal und dann stellt man fest, ey, ist ja gar nicht so schwer. Und deswegen habe ich überlegt, ich werde euch heute wieder eine neue Frisur machen. Wie man die nennt, keine Ahnung, wird mir vielleicht noch einfallen. Oder ich werde sie irgendwie anders betiteln, mal gucken. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, würde mich sehr freuen. Und ansonsten bleibt dran, es geht los! Habe ich die Frisur fertig. Also wie man sieht, so schwer ist das gar nicht. Man kann es verzieren mit noch einem Blümchen oder Schleifchen. Bei
ein schöner Schmuck auf. Aber man kann das auch noch ein bisschen anders machen oder man macht es bis ganz runter, was ich jetzt nicht mache, weil ich habe so dünne Haare, das sieht bei mir nicht so schön aus. Bei anderen Leuten ja schon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn euch das alles so gefallen hat oder ihr Tipps und Ideen noch habt, wie man das vielleicht auch noch anders hinkriegen kann oder tolle andere Frisuren habt oder ob ihr irgendwas Bestimmtes mal sehen wollt in den Videos, was ich euch zeigen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch wunderschönes Wetter und bis zum nächsten Mal, eure Gloria.